Morgens um 7 fangen die Raumausstatter an. Jacqueline Häberlein und Patrick Brunner aus Nürnberg sind beide 18 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr. Teams zusammenstellen, Aufträge verteilen, dann geht's in alle Richtungen los zu den Baustellen. Material schleppen gehört dazu, oft über viele Stockwerke hinauf. Dann Kanten abkleben, auf der Leiter balancieren, die Wand glatt schleifen. Patrick arbeitet unter Anleitung vom Gesellen Rüdiger Draber. Der Auszubildende legt Mundschutz und Gehörschutz an. Die beiden Raumausstatter bringen neuen Glanz in ein Chefbüro aus den 50er Jahren. Jetzt ausmessen und das Lot anlegen. Hier geht's um Präzision. Der Kunde wünscht eine Paneele mit Schriftmuster in der Wandmitte. Präzision auch beim Muster anlegen. Die Schrift muss durchgehend zu lesen sein. Beim Tapetenkleben wieder darauf achten, dass die Schrift durchläuft. Aufpassen auf Falten und Blasen. Am besten von der Mitte her ausstreichen. Zuletzt die Ränder fixieren mit dem Roller. Es ist ein vielseitiger Beruf. Man macht verschiedene Dinge. Man macht nicht jeden Tag das Gleiche, sondern man macht verschiedene Sachen einfach. Und das macht mir sehr viel Spaß. In einem Neubau in der Innenstadt dübelt Jacqueline mit einem Meister Vorhangschienen in die Decke. Dafür muss Jacqueline dann die Polyesterbahnen nur noch per Klettband an der Schiene befestigen. Raumausstattermeister Frank Halsbenning führt Regie. Okay, jetzt kommt der nächste. Am schönsten ist es, wenn man anfangs auf die Baustelle kommt und sieht, wie alles aussieht. Und dann, wenn man fertig tapeziert hat oder Vorhänge aufgehängt hat, wie es halt dann danach aussieht. Und die Kundschaft dann, wenn sie lächelnd und zufrieden ist, wenn alles passt, so wie sie es haben will. Patrick bringt jetzt die Randschienen an die Paneele an. Sie geben der Wand erst das Gesicht. Sein Kollege Rüdiger Draber hat schon 20 Jahre Erfahrung. Er kennt die Fallstricke. Aufpassen muss man, wenn man Steckdosen, elektrische Sachen also wegbaut wie Lampen oder Schalter runterbauen muss oder einmal auf ein Gerüst steigen. Das sind eigentlich so die gefährlichen Sachen. Für die Fenster ein neues Outfit. Zwei blaue Schals umrahmen eine Plissé-Anlage. Ein Raumausstatter braucht Kraft. Auch Jacqueline muss mit anpacken. Ein Sofa soll zum Polstern in die Werkstatt. Der alte Bezug muss runter. Der Kunde wünscht stattdessen feines Rindsleder. Die Ausbildungsinhalte: Malen und Tapezieren, Bodenbeläge verlegen, Gardinen und Lichtschutz montieren und Polstern. Das Polstern passiert im Betrieb. Ein Auftrag drängt. Zwei mit Alcantara bezogene Barhocker müssen abgeschlagen werden, mit Diolenwatte gepolstert und dann mit Leder neu bezogen. Jacqueline Häberlein und Frank Halsbenning arbeiten Hand in Hand. Das Schwierigste an der Polsterei mit Leder sind die Näharbeiten, weil man wirklich nur einen Versuch hat, was zusammenzunähen. Denn wenn man es vernäht hat, sind die Löcher drin und man kann wieder von vorne anfangen. Leder nähen auf zwei, drei Lagen übereinander. Das erfordert eine ruhige Hand und handwerkliches Geschick. Wenn du mit der Maschine nähst, musst du immer darauf achten, dass beim letzten Stich die Nadel im Stoff oder in diesem Fall im Leder steckt. Weil sonst, wenn du das Leder nachziehst, das Leder, sonst verschiebt sich das. Das ist ein Problem. Okay. Modeströmungen, Stoffe, neue Beläge und Bezüge sollen den Raumausstattern geläufig sein. Julia Stanowski lernt im dritten Lehrjahr. Vorhangstoffe abmessen, im rechten Winkel zuschneiden, bügeln und säumen.
Am Ende des zweiten Lehrjahres legen die Raumausstatter Azubis einen Schwerpunkt fest. Julia hat sich für die Näherei entschieden. Firmenchef und Raumausstattermeister Stefan Schenk schafft die Aufträge ran. Ein Profi für Farbe, Form und Stil. Er berät die Kundschaft. Gefragt sind räumliches Vorstellungsvermögen und Kreativität. Für die Wand. Für die Wand? Ja. Wir würden eigentlich gerne diese so verwenden. Mhm. Und um ein bisschen Auflockerung reinzubringen, diese Tapete für die Schiebetüre in der Mitte. Circa 2 Wochen Arbeit. Ne? Sie wissen hier. Für Stefan Schenk der ideale Azubi. Er muss schwindelfrei sein. Schwindelfrei, er steht auf der Leiter. Wie gesagt, er sollte körperlich beanspruchbar sein. Er sollte ein schnelles Auffassungsvermögen haben. Und für uns wichtig, die Teamfähigkeit. Kümmersbruck in der Oberpfalz. 2 Raumausstattergesellen polieren ein Wohnzimmer auf. Die letzte Wand streichen, ein neuer Teppichboden. Philipp Pleier ist nach 2 Jahrzehnten im Job längst ein alter Hase. Sven Pillhofer dagegen ein frisch gebackener Geselle, 19 Jahre alt. Die Raumausstatter arbeiten meist im Team. Zum Beispiel beim Bodenschleifen. Einer schleift, der andere saugt den Feinstaub auf. Dann heißt es Knieschützer anziehen, denn der Boden ist oft hart und kalt. Und die Spachtelmasse staubt. Vor Schmutz, Farbresten und Klebstoff darf sich der Raumausstatter nicht fürchten. Und er muss sich daran gewöhnen, gebückt am Boden und auf den Knien zu arbeiten. Die alten Hosen sind für solche Arbeitsschritte gerade recht. Jetzt die Spachtelmasse glatt verteilen. Das muss zügig gehen. Sie muss dann noch trocknen. Die Nachteile: Raumausstatter müssen schwer heben, gebückt oder auf Knien arbeiten, auf der Leiter und über Kopf arbeiten und Schmutz und Staub aushalten. Während der Untergrund trocknet, müssen die beiden jetzt im Freien arbeiten, mit Pullover und Mütze. Sie lackieren die Fenster eines Wintergartens neu. Ich hätte nicht gedacht, dass der Beruf Raumausstatter so flexibel ist, aber das ist einfach wunderbar, dass man nicht bloß an der Decke arbeitet, sondern auch am Boden. Wenn jemand einen ruhigen Job haben will, dann würde ich eher abraten, weil es ist schon, man muss einfach engagiert und mit dem Herzen dabei sein. Und immer drängt die Zeit. Der Raumausstatter ist ständig unterwegs. Sven muss jetzt kurzerhand in der Werkstatt aushelfen. 4 Hände schaffen mehr als 2. Eine Schulkantine in Fellburg bestellt neue Sitzpolster aus Kunstleder für die Eckbänke. 28 Teile inklusive Rückenlehnen, zuschneiden, polstern und tackern. Am nächsten Morgen muss der neue Teppich durchs Fenster ins Wohnzimmer. Das Treppenhaus ist zu eng. Ohne Muckis geht's nicht bei den Raumausstattern. Einer zieht, einer schiebt. Sowas klappt nur zu zweit. Zum Glück ist Sven 1,85 Meter groß. Zum Teppich verlegen heute die saubere Hose. Farbflecken kommen schlecht auf dem neuen Kräuselvelour. Vorsicht beim Zuschneiden. Die Reststreifen werden noch gebraucht. Sie ergeben später die Kettelleiste für den Rand. Sven hat eine 40-Stunden-Woche. Oft geht's bis in den Abend hinein, weil ein Auftrag noch nicht fertig ist. Die beiden müssen auch mal samstags ran. Mehr Infos und weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter www.ichmachs.com. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerklich geschickt sein, präzise abmessen und ausrechnen können,
körperlich fit sein und gern im Team arbeiten. Jetzt mit der Zahnspachtel den Klebstoff verteilen. Vor Dämpfen, die die Atemwege belasten, hat Philipp keine Angst. Dieser Dispersionskleber ist lösungsmittelfrei. Hergestellt auf Wasserbasis. Zugangsvoraussetzung für die Berufsausbildung ist der Hauptschulabschluss. Am Nachmittag braucht der Firmenchef Eugen Rustler drüben in Amberg Unterstützung. Holzparkett im Wohnzimmer, das liegt im Trend. Und mit Trends muss der Chef sich auskennen. Die Ausbildung zum Raumausstatter hält Eugen Rustler für universell einsetzbar. Auf der ganzen Welt kann einer später damit anheuern. Ich habe einen Azubi gehabt, der ist auf Amerika ausgewandert. Der ist da mit offenen Händen empfangen worden. Weil auch die Amerikaner haben viel Sanierungssachen. Und es ist ein idealer Beruf, wenn man alles kann. Und hat er sofort Chancen gehabt. Auch auf den Brettern, die die Welt bedeuten, werden Raumausstatter gebraucht. Wie im Münchner Gärtnerplatztheater. Hier arbeiten Veronika Pritscher und Wolfgang Sykora. Nach der Lehre in einem Fachbetrieb nun am Theater ganz neue Aufgaben. Für die Pocaccio-Aufführung bessern sie in der Montagehalle einen Paravent aus. Die Kulisse mit einem Campanile aus Venedig wurde beim Transport ramponiert. Meist arbeiten die beiden in der Tapezierwerkstatt mit Raumausstattermeister Oliver Blaschke. Also, dann machst du da unten eine 15er Tasche drauf, dass man da unten eine Latte reinziehen kann, damit das schön gerade hängt wieder. Ordinäre Baufolie. Vier Hängebahnen fürs Coppelia-Ballett. So sieht es das Bühnenbild vor. Fürs Theater verfolgen die Raumausstatter ganz andere Ziele als früher im Betrieb. Auf der Bühne haben wir oft Möbelstücke, die alt ausschauen sollen, die wir dann extra so polstern oder dann noch mit Schleifpapier bearbeiten, dass der Stoff zerschlissen ausschaut oder dass sie durchgesessen ausschauen müssen. Ja, wir bauen Kulissen. Das heißt, der erste Kunde von uns sitzt 30 Meter weit weg. Das heißt, wir müssen nicht so fürchterlich defizil arbeiten, sondern nur sehr speziell auf den Punkt genau. Fürs Theater fertigen die Raumausstatter Illusionen. Veronika Pritscher ist begeistert dabei. Schöne Momente sind es einfach, wenn man Sachen, die man hergestellt hat, also in Handarbeit, in liebevollster Handarbeit, dann auf der Bühne sieht, bei der Premiere oder auf einem Zeitungsbild von der Premiere und dann einfach sieht, dass man den Teil, den man gemacht hat, ein klitzekleiner Teil ist von einem großen. Für die beiden gilt der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst. Sie verdienen etwas mehr als ihre Kollegen, die Gesellen im Handwerksbetrieb. Dazu mehr im Internet. Die Karrierechancen. Nach der Gesellenprüfung können Sie die Meisterprüfung machen, dann den Restaurator im Handwerk draufsetzen oder an der Fachhochschule Innenarchitekt studieren. Im Magazin hinter den Kulissen müssen die beiden noch mit Nadel und Faden ran. Diese Heckenlandschaft hat während einer Vorstellung gelitten. Die Raumausstatter bessern aus, was geht, während vorn auf der Bühne die Proben laufen. Carmen von Bissi. Keine Lieder von dir hören!